Die Crew der Battledore war auf Einladung des Kronprinzen Stilgen von Turania zu dessen Krönungszeremonie angereist. Nach der Landung in Turania wurden Captain Cole Staunton und seine Gefährten von Kronprinz Stilgen persönlich auf dem Flughafen begrüßt. Grüße, meine Freunde. Habt ihr Turania gut gefunden? Hallo Still, was soll ich sagen? Wir haben einfach Turania ins Navi getippt und schon sind wir da. Pennt sich aus, auch eine Arbeitseinstellung. Ach Cole, das ist Mo. Er ist eigentlich super korrekt, nur wir haben seit neulich ein Problem. Was ist denn los, Hoheit? Okay, Leute. Wir sind eine alte Monarchie und haben eine Menge... Traditionen? Ja, genau. Und die schreiben zum Beispiel vor, dass man zur Krönung eines neuen Königs 4 weise Frauen einladen muss. Sie bekommen ihre Mahlzeiten auf Tellern aus turanischem Diamantgestein serviert. Still, du willst uns doch nicht den alten Hut von den Brüdern Grimm erzählen, dass eine Fee nicht eingeladen wurde, weil ein Teller kaputt gegangen ist. Genau. Ich glaube es nicht. Wie konnte denn so ein wichtiger Teller kaputt gehen? Ja. Also, das ist mir beim Fernsehen passiert. Da liefen gerade die Kämpfe der turanischen Monsterechsen. Ich wollte mit den Chips nicht krümeln und habe den nächstbesten Teller genommen. Männer, merkt euch, bloß keinen Dreck vermeiden. Das endet im Desaster. Und da ist Ihnen der Teller hingefallen, Hoheit? Ja, ich hätte nicht gleichzeitig nach der Cola greifen sollen. Chips machen durstig. Genau. Und welche weise Frau habt ihr wegen des Monsterechsenunglücks nicht eingeladen? Bertha, sie verleiht Weisheit. Meine Eltern meinten, da sei bei mir schon längst der Zug abgefahren. Aber die anderen drei kriegst du. Ja, Schönheit, Glück und Zufriedenheit. Weisheit ist überbewertet. Aber warum schläft jetzt Gevatter Mo hier? Weil Bertha uns mit einem Fluch belegt hat. Wir sollen alle in Schlaf versinken, bis das ganze Reich im Land der Träume ist und Bertha sich die Krone schnappen kann. Okay, Dr. Bart, Dr. Spike untersucht das Phänomen und findet eine Lösung. Ja, Captain. Ja, Captain. Und wir fahren jetzt erstmal zum Schloss. Wenn der Koch nicht gerade schläft, erwartet uns ein großartiges Essen. Ja, Cole, so sieht's aus. Wenn wir nicht bald einen Ausweg finden, bringt Bertha uns zur Strecke. Tja, Majestät. Kumpel nennen mich Heinz. Von der Etikette bekomme ich Pickel. Und ich heiße Isolde. In Turania sind wir alle ganz locker. Okay, Heinz, Isolde, ihr sitzt mächtig in der Patsche. Kann man mit Bertha reden? Wir haben es versucht, aber sie ist stur. Soll ich mal als Außenstehender zu ihr gehen? Schaden kann's nicht.
Sie lebt im Felsengebirge. Agents, Sie kommen mit. Ich brauche Ihren weiblichen Touch. Reden Sie nur so weiter, Captain. Dann schmeißt sie Bertha achtkantig raus. Ist ja gut, Agent. Dann übernehmen besser Sie das Reden. Von Frau zu Frau. Captain, Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Die Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Tachchen, Bertha. Wer sind Sie? Ich bin Captain Cole Staunton und das ist Agent Meriwether. Wir sind Freunde von Kronprinz Stilton. Dieser elende Wicht. Ja, Bertha, ich weiß, die Ausladung war echt mies. Aber ihm ist einer der Diamantteller runtergefallen. Anstatt bei IKEA ein paar neue Futterunterlagen zu besorgen, hat er sich entschieden, dich nicht einzuladen. Du siehst, wie dringend er dein Geschenk der Weisheit benötigt. Er ist ein Trottel sondergleichen. Da kann ich nur zustimmen. Aber doch ein netter Kerl. Schmeißt tolle Partys. Ha! Bertha, warum soll denn ganz Turania mit ewigem Schlaf bezahlen, wenn sich der Kronprinz daneben benimmt? Ist das fair? Meine Wut ist nicht zu besänftigen. Da hättet ihr mehr Erfolg, Zahnpasta wieder zurück in die Tube zu drücken. Nun hinfort mit euch, oder ich belege euch auch noch mit einem Fluch. Schon gut, immer locker bleiben, Bertha. Wir sind so gut wie weg. Das lief ja erste Sahne, Agent. Dafür bekommen wir von Heinz aber keinen Orden. Captain, kann ich hereinkommen? Ich habe Kronprinz Stilton bei mir. Ja, das ist ein bisschen unpassend gerade. Sollen wir später wiederkommen? Alter, was ist los? Ihr erfahrt es ja sowieso. Hallo auch. Wollte nur mal ausprobieren, wie sich so ein Ding anfühlt. Und jetzt sitzt sie fest. Captain, wie sind Sie denn auf diese Schnapsidee gekommen? Und überhaupt, wo haben Sie denn die Krone her? Na, hier pennt doch jeder. Die Krone lag am Treppenabsatz neben einem Diener, der gerade ein Schläfchen abhielt. Da habe ich sie kurz aufgesetzt und jetzt geht sie nicht mehr runter. Du bist doch nicht sauer, Still. Ach Quatsch, steht dir gut. Willst du den Job nicht übernehmen? Bist du irre? Ich habe doch die Battle Door. Und sie geht nicht ab? Nein, wenn ich es doch sage. Haben Sie denn richtig gezogen? Versuchen Sie es doch. Aber machen Sie mir nicht meine Frisur durcheinander. Sie sitzt fest. Sag ich doch. Ich zieh mal mit. Da ist nichts zu machen, Captain. Super, dann fällt die Krönung ja aus. Ganz mit der Ruhe, ich kriege das hin. Heute Abend ist die Krone ab und du kannst sie haben, Still. Bis dahin mache ich mir einen Turban, damit keiner die Krone auf meinem Kopf bemerkt. Oh, super, das wird sicher ganz unauffällig aussehen. Coley, was hast du denn da auf dem Kopf? Das trägt man jetzt so, Spike. Wo? In der Geisterbahn? Ja, macht euch ruhig über mich lustig.
Es ist hart, Fashion Avantgarde zu sein. Gibt es schon Erkenntnisse zur Schlafkrankheit? Die Turanier sind an sich ein schläfriges Volk. Der Fluch der weisen Frau hat diese Tendenz nur weiter verschärft. Uns ist es aber gelungen, das verantwortliche Genom zu isolieren. Und jetzt könnt ihr die Turanier wieder flott machen? Theoretisch könnten wir sie wie Schweizer Uhrwerke einstellen. Aber wir haben davon Abstand genommen. Gute Wahl, Barty. Es gibt genug fleißige Bienchen auf der Welt. Könnt ihr nur den Fluch lüften? Wir möchten das psychologische Element nicht aus den Augen verlieren. Am besten wäre es, wenn die Verursacherin den Fluch aus freien Stücken aufheben würde. Ja, sehe ich genauso. Und wenn das misslingt? Dann gibt's als Nachtisch Spritzen für alle. Liebes Turania, liebe Gäste, wir haben uns heute zur Krönung des Kronprinzen Stilgen von Turania versammelt. Tja, wir können gerade die Krone nicht finden. Und solange hier noch gesucht wird, überbrücken wir die Wartezeit mit unseren drei Feen Luna, Esther und Tina, die unserem lieben Stilgen Schönheit, Zufriedenheit und Glück verleihen wird. Also, wenn die Frau keine Wut hat, dann weiß ich es nicht. Wer so singen kann, hat es doch gar nicht nötig, in dem verschlafenen Turania zu sitzen und zu schmollen. Ich glaube, ich habe deine Idee, Agent. Bravo, bravissimo! Was für eine Stimme! Keine fiese Matenten, Blondie. Ich lass mich nicht aus dem Konzept bringen. Die Krone ist mein. Hab ich was verpasst? Bertha sucht die Krone. Du, Bertha, die Krone ist futsch. Du würdest uns einen großen Gefallen tun, wenn du sie wieder herbeizaubern könntest. 1, 2, 3, die Krone schwebe herbei. Du schon wieder? Du bist eine echte Nervensäge. Tja, sorry, das war nicht so geplant. Ich krieg sie nicht mehr ab. Ach kommt, tut jetzt nicht so, als hättet ihr bis hierher zugehört, ihr Schnarchnasen. Und was machen wir jetzt? Bertha, gute Frage. Jetzt kommen wir erstmal alle runter. Du hast deinen Auftritt gehabt, und zwar einen verdammt guten. Warum willst du Herrscherin der turanischen Matratzenhorscher werden, wenn du mit deiner Stimme die Welt erobern könntest? Echt? Findest du? Na, absolut. Du könntest doch überall Erfolg haben. Hat dir das etwa noch nie jemand gesagt? Nein, nie. Da siehst du mal wieder, der Prophet gilt nix im eigenen Lande. Ich sag dir was, komm doch mit uns auf die Battledore. Du könntest auf jedem Planeten eine erfolgreiche Sängerin sein. Moment mal, Cole. Als der Teller hinüber war, habe ich die Nerven verloren. Dieses ganze Traditionsgedöns hat mich komplett bekloppt gemacht. Überhaupt, Tradition. Warum kenne ich dich gar nicht? Warum kommst du nur zu Großereignissen vorbei? Ist doch irre. Ich würde dich viel lieber öfter sehen.
Also echt? Also mir war die Tradition immer schnurzpiep egal. Dann zieh doch umher ins Schloss und werde meine königliche Staatssopranistin. Und wir pfeifen auf die Teller. Ja, okay. Hey, Cole, war das jetzt die Hand Gottes? Ach was, Kumpel, Maradona konnte nicht kommen. Und wir haben einfach kein Geld für Spezialeffekte. So, Kumpel, war schön, dass ihr hier wart. Still, es war ein Genuss wie immer. Ihr kommt uns doch hoffentlich wieder besuchen. Aber sicher doch. Schließlich habt ihr die gemütlichsten Betten des Universums.